Buenos dias, liebe Padelleros, hier ist wieder euer Christian mit dem heutigen Padello-Training. In diesem Video geht es um zwei Profi-Tipps, die euer Überkopfspiel verbessern werden. Wir haben ja schon zahlreiche Videos zu Überkopfbällen, sei es technischerseits, sei es auch taktischerseits. Es gibt aber zwei Punkte, die mir auch vor allem zuletzt immer wieder aufgefallen sind, die ich gerne noch mal in einem Video anbringen wollte, bei denen es sich wirklich lohnt, darauf zu achten. Und wenn ihr diese beiden Punkte beherzigt, bin ich mir relativ sicher, dass ihr jeden eurer Überkopfschläge noch mal erheblich verbessern könnt. Ich habe es zuletzt immer wieder gesehen, insbesondere auch bei Spielern, die neu in den Sport kommen, dass bei Überkopfschlägen, insbesondere bei guten Lobs, die Leute immer, natürlich zurücklaufen muss man immer, wenn der Lob kommt, aber dass sie dann auch wirklich im Schlag nach hinten fallen. Also sie vergessen so ein bisschen, mit dem Schlag wieder nach vorne zu gehen, sondern ja, verlagern das ganze Gewicht nach hinten im Schlag. Das heißt, der Ball wird ausgeführt, zack, und bei dem Überkopfschlag wird nach hinten gegangen. Es hat zwei große Nachteile. Der eine Nachteil ist, man verliert die Position, man kommt nicht wieder zurück ans Netz, weil man ja mit dem ganzen Körpergewicht nach hinten fällt. Und der zweite Nachteil ist, man kann den Schlag selbst kaum kontrollieren, ne, weil er erstmal nach oben wegsaust. Und vor allem hat man kein Tempo in dem Schlag, denn wenn das ganze Körpergewicht nach hinten geht, kann man ja kaum die Kraft nach vorne verlagern. Deshalb ganz, ganz wichtig, egal wie gut der Lob ist, achtet darauf, dass ihr mit eurer Beinarbeit so weit nach hinten kommt, hinter den Ball kommt, dass ihr im Schlag wieder nach vorne gehen könnt. Und der zweite Punkt, einer meiner, ich sag mal, Lieblingstipps für Überkopfschläge, weil der eigentlich immer wirkt, ist, achtet bei jedem Überkopfschlag darauf, dass euer Ellenbogen weit oben ist. Denn sobald der Ellenbogen nach unten absinkt, nehmt ihr auch automatisch den Schläger noch weiter nach unten. Und wenn der Ellenbogen am Körper vorbeigeführt wird, geht der Schlag auch immer automatisch nach unten. Das heißt, wenn ihr mit dem Ellenbogen oben startet, ist es viel, viel einfacher, den Ball übers Netz zu schlagen und ihm tatsächlich auch Länge mitzugeben. Ist so ein Punkt, der einem am Anfang ein bisschen abstrakt vorkommt, aber wenn ihr mal wirklich drauf achtet, in dem Moment, in dem ihr den Ellenbogen oben habt, werdet ihr aufhören, Fehler zu machen und habt immer automatisch eine deutlich bessere Länge dabei. Soviel zu diesen beiden Tipps. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ihr eine der beiden Schwächen bei euch erkennt, also entweder dieses Zurückfallen oder eben, dass ihr oft mit dem Ellenbogen unten arbeitet, wenn ihr das bei euch erkennt und umstellt, ihr die Qualität eurer Überkopfschläge sehr schnell steigern könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns hier bald mit weiteren Padel-Videos wieder. Macht's gut.